Und willkommen zu einem neuen Flugvideo in X-Plane 10 in einem etwas kleineren Flugzeug, der Cirkus SF 50? Cirkus Jet FS 50. Keine Ahnung, wie man das jetzt wie das Flugzeug jetzt wirklich heißt, aber bei der Überschrift sollte der Name enthalten sein. Ist auch nicht wichtig und wir fliegen heute eine etwas kleinere Route von PAJN, wo wir jetzt gerade stehen, nach PAGS und werden da eine Landung machen und natürlich machen wir dann eine Landung. Dann schmeiß ich mal das Flugzeug an. Das Flugzeug kann manchmal sehr frustrierend sein, wenn es um den Autopilot geht und um diese scheiß Tür da. Diese hier. Auch schön, dass man die auf und zu machen kann, aber ich mache sie immer aus Versehen immer auf und zu und das fuckt ab. Ich habe ein schlimmes Wort gesagt. Und ja, mach mal den Scheiß an. Den Schmarrn. Und ja, mach mal an. Und dann wird's schon. Wir sind schon bereit für den Abflug und ja. Okay, gut. Dann muss ich mal gucken, ob ich das mit dem Autopilot jetzt hinkriege und nicht ganz Zeit da. Das hasse ich. Das hasse ich. Oh, oh. Mein lieber Mann, pass auf, was du treibst. Meine Fresse. Ich bin auch nicht perfekt mit dem Fliegen. HDG. Und nein, schnell. Bevor mir jetzt den Kurs wegmacht. So. Altitude sollte ich auch mal höher machen, stellen. Und Vertical Speed stellen. So. Okay, mit dem HDG bin ich jetzt etwas blöd. Heading. Ja, Heading. Ich HDG. Heading. Dann wären wir schon in der Luft. Wow, es hat sogar gut geklappt. Ja. Wie können wir jetzt auch nicht machen? Da sehen wir auch noch, hier können wir, wenn wir das anschalten, sogar senkrecht schweben. Wie bei der F-35 zum Beispiel. Aber das brauchen wir nicht, nur wirklich im Notfall. Und das ist eh fast unkontrollierbar, für mich. Ja. An sich hat's auch schön. Nicht so wenige Knöpfchen. Ja. Hat eben einfach keinen Auto-Track. Aber ist ja so schlimm, ja. So schlimm. Ja, sind wir auf Kurs. Ja. Schöne Landschaft. Leider ist nicht so groß. Ist schon groß, ja, im echten Leben, aber hier ist Tyrannie. Alaska, ja, jetzt fällt mir mal ein, Alaska. Und
Ja. Gehört ja heute zu den Vereinigten Staaten. Früher gehört es noch zu den Russen, aber was hat sich in den Jahren geändert? Ja. Manchmal reingucken, ob alles läuft. Mit einem schönen, ganz, ganz süßen kleinen Kondensator. Da müssen wir schon mehr steigen, wenn wir sicher darüber wollen. So, wo ist das? Ja, da. Steh, mach mal höher. Heutige Speed und. Ob ich jetzt zu dem jetzt auch noch ein Tutorial machen werde, ist jetzt nicht so klar, weil. Dass die vier anmachen, das Ding hier auf Run stellen und. Fertig, aber den Autopilot kann man, ja, wenn man das nicht sieht. Also, bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich jetzt da was machen würde. Dazu. Ah, da liegt sogar schon schnell, ja. Warum auch immer, weil der Komplikation ist, ja, dann müsste man schon etwas höher fliegen, weil das sieht man auch nicht. Ja, wer war da nicht getroffen? Nein, das ist echt. So viele jetzt nicht angekommen. Ich verschiebe viel größere Berge. Das ist auch nicht unbedingt ein Verkauf von Bergen oder Bergen. Schönes Detail mit seinem. Aber. Hey. Wir kommen runter. Das heißt. Wir müssen etwas langsamer werden. Logical Speed runterstellen und. Komm. Komm. Achso, ja, okay. Ich muss auf den Weg. Jetzt. Ich wusste es. Ich wusste es. Sorry. Sorry. Ich hasse es. Und lässt du dich jetzt? Runter, 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 runter. Und wir sinken. Ja. Vielleicht können wir schon mal die Flaps ausfahren. Vielleicht. Und jetzt könnten wir schon den Flughafen sehen. Was? Was schon? Natürlich schon. Sorry für die Nachricht. Und ich glaube, ich sollte jetzt sofort den Autopilot ausschalten. Also auf AP drücken. Und 35. Wir kommen etwas schnell an. Der Flughafen ist etwas netter
als in anderen. Weil, ja, der hat diese vier Punkte. Ja, wie man die jetzt... Leuchtfeuer, ja, ganz genau. Leuchtfeuer. Und vier, es gibt immer vier. Vier weiße sind viel zu hoch. Das sind wir auch gerade. Also drei weiß und ein rot ist etwas zu hoch, ein bisschen hoch. Zwei rote und zwei weiße sind perfekt. Und das gleiche jetzt auch noch mit rot. Ja, vier rot ist jetzt viel zu tief und so, ja. Ob wir jetzt noch richtig für die Landung hier ankommen, ist jetzt eine andere Frage. Das hat jetzt keine, dieses Flugzeug hat keine Autobrakes oder etc. Leider. Und da sehen wir, es wird rot. Wir kommen schon langsam richtig an. Ja. Ich kann jetzt nicht von hier sehen, ob das jetzt... Ja, wir sind etwas, noch, nur ein bisschen zu hoch. So. Jetzt muss ich mir, kann ich jetzt kurz nicht reden. Ich muss mich für die Landung konzentrieren. So, wir sind jetzt perfekt. Etwas zu tief. Perfekt. Wie sich immer wechselt. So. So, wenn wir jetzt über der Runway sind, so, nicht so weich, aber trotzdem geschafft. Oh, und bevor ich es vergesse, zeige ich noch, wenn wir aus der Runway sind, die gelandet wurde. Replay. So. Relativ gut angeflogen, ja. Ja, wie man sieht, ist okay. Etwas zu hoch am Anfang, jedoch noch schnell verbessert und noch auf, ja, wie man da sieht, oh, jetzt schon wieder weg, ja? Wieder zu hoch, jetzt ist zu hoch, ja, am Ende, wenn man jetzt hier in der Phase ist, da muss man jetzt nicht drauf achten, da ist das jetzt nicht so, nicht so weit in der Mitte, aber eigentlich auch gute Landung. Und ich Landelichter vergessen. Das tue ich bei kleinen Flugzeugen sehr gerne. Sehr gerne. Also wirklich gerne. Oh ja. Dann gehen wir kurz mal. Ja, da. Dann habe ich es vergessen. Sorry, wenn es stört. Aber so schön ist das ja auch nicht mit dem kleinen Flugzeug. Beim großen, da sieht man es schon. So stellen wir uns mal zwischen die zwei Hangars, bremsen und schalten das Flugzeug aus. Ist ja wahrscheinlich, ist ja so schwer. Hat sogar noch relativ gut geklappt mit dem Autopilot. Ich habe schon viel schlimmer. Ich habe so, Junge, geht das mal aus? Ja, endlich. Brr. Dann machen wir die Tür auf. So.
war's. Flugzeug aus, Tür auf, ja, offen und... Aha, ich habe euch das nicht gezeigt. Aha. Gut, dann bedanke ich mich und schaltet mal im nächsten Video an.